Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Show. Picross. Jetzt weiß ich gar nicht. Ist das ein S? Picross S? Ich glaube, warte mal. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Picross. Ich glaube, Picross S, ja. Von der Firma Yubat, ja. Kostet 7,99 € im Nintendo eShop. Und ja, es gab viele Picross-Teile und gerade für den Game Boy, DS und so weiter und so weiter. Hier ist eine kurze Anleitung. Ich werde euch das aber gleich alles erklären. Tipproulette an, Autokorrektur aus, Cursorgeschwindigkeit könnt ihr anpassen. Kurz anhalten, Töne, Musiklautstärke ein bisschen leiser. Finde ich doch schon extrem, ne? Und ja, dann können wir eigentlich mal starten. Also, um was geht es bei Picross? Wir erklären euch das ganz kurz hier anhand eines Beispiels, nämlich mit Level 1. Es ist einfach gestrickt, aber es macht Spaß. Willkommen in der Welt von Picross. Zuerst widmen wir uns den Grundregeln und der Logik von Picross. Picross ist ein Puzzle, bei dem man anhand aneinandergereihter Zahlen ein spielfeldverstecktes Bild fertigstellt. Entsprechend der Felder für das Lösungsbild sind an der Seite Tippzahlen angebracht. Eine Tippzahl zeigt an, wie viele aufeinanderfolgende Lösungsfelder in dieser Reihe existieren. Stehen dort mehrere Tippzahlen, gibt es in dieser Reihe mehrere aufeinanderfolgende Lösungsfelder dieser Anzahl. Dem Bild entsprechend gibt es zwischen den Lösungsfeldern mindestens ein leeres Feld. Versuchen wir mal ein echtes Rätsel zu lösen. Sieh dir diese Reihe an. Da die Tippzahl 5 beträgt, gibt es hier 5 aufeinanderfolgende Lösungsfelder. Das bedeutet, alle Felder dieser Reihe sind korrekt. Füllen wir also sofort die Stelle, die wir als Lösungsfeld erkannt haben. Kommen wir dahin. In dieser Reihe stehen 3 und 1, also gibt es 3 aufeinanderfolgende Lösungsfelder und ein einzelnes Lösungsfeld, aber es gibt mindestens ein leeres Feld dazwischen. Und das wird jetzt hier auch gerade mal ganz kurz angezeigt. Es gibt nur eine Möglichkeit, wie die Lösungsfelder angeordnet sein können. Füllen wir also die erkannten Lösungsfelder. Ganz wichtig, 3 muss links sein und die 1 ganz rechts. Ja, also nicht die 3 rechts und die 1 links, da müsste da stehen 1, 3 und nicht 3, 1. Was passiert wohl, wenn man in einer Reihe wie eben das leere Feld ausführt? Dann stimmt die Zahl 3 und 1 nicht mehr. Markieren wir solche falschen Felder mit einem X. Sehen wir uns dieses Beispiel an. Durch das vorhin gesetzte X ist jetzt klar, dass das oberste Feld eines Lösungsfeldes ein Lösungsfeld ist. So, markiere falsche Felder immer mit einem Kreuz. Es wurden 2 Xe festgestellt und die unteren 3 sind noch leer. Unter diesen 3 Feldern existieren 2 aufeinanderfolgende Lösungsfelder. Versuche das Muster herauszufinden. So, jetzt hier an dieser Stelle ganz kurz erklärt, ihr seht in der untersten Reihe eine 1. Das heißt, in der untersten Reihe kann nichts sein. Das heißt, ihr könnt unten die weißen Felder in der letzten Reihe komplett xen, bis auf das halt von den 5, ne? Und dann seht ihr schon, wo ihr das Ganze ausfüllt. Darauf wird er jetzt dann auch eingehen. Es gibt 2 Muster auf dem Bild, nachdem ein Lösungsfeld versteckt sind. Wenn man genau hinsieht, gibt es bei beiden Feldern ein Feld, das zum Lösungsfeld wird. Dieses Feld ist auf jeden Fall ein Lösungsfeld. Füllen wir diese Stelle aus. Genau, da spricht er nämlich genau das an, was ich meinte. Wie gesagt, ihr könnt euch das dann selber holen und einmal durchlesen. Tipproulette verwenden. Und das ist das Interessanteste an dem Ganzen, das Tipproulette. Und das mache ich jetzt einfach mal, weil ihr bekommt eine kleine Hilfestellung. Er sagt euch dann, wo schon was ist. So, jetzt sehen wir hier 3 aufeinanderfolgende. Hier sehen wir 3 aufeinanderfolgende und hier auch. Ja, ihr seht halt hier rechts, links die 3. 1, 2, 3 und da auch. Jetzt ist hier 1 frei. Und da sind es 2 aufeinanderfolgende und da ist 1 frei. Nein, da muss 1 hin. Und das ist dann ein Schlüssel. Okay. Wunderbar. Hatte ich den Preis jetzt eigentlich schon gesagt, wie viel das kostet im eShop? Egal, 7,99 €. Doch, hatte ich, glaube ich, gesagt. Gehen wir zum zweiten Level. Wie gesagt, das ist schön, wenn man beispielsweise auf Arbeit ist oder so, einfach kurz mal ein bisschen entspannen. Und ich habe hier schon die erste, genau, Spiel starten. Ihr seht hier diese 2 Viererfelder und dadurch, dass das erste komplett ausgenullt ist, hat sich das erledigt. 3, 3, 3, 3, 3 und hier 5, das ist ein Hut. Ihr braucht die X nicht mal mehr setzen. Oder ein Oh, es ist ein Zylinder. Es tut mir leid. Es ist ein Zylinder. So, wir lassen jetzt das Roulette mal weg.
Nein, wir machen es immer mit Roulette. Ich liebe es wirklich mit Roulette, das zu machen. Wie startet? So. Hier wissen wir 1 und 2. Das heißt, hier sind die 2. Da ist es 3 aufeinanderfolgend. Hier ist jetzt die Frage. Hier geht nicht mehr. Hier geht noch, da geht nicht mehr. Jetzt wird es nämlich schwer. Hier ist es einer. Und hier sind es 2. Jetzt war hier einfach die logische Schlussfolgerung. Ja, man musste jetzt hier in dem Augenblick sich denken, was könnte das sein? Törtchen. Okay, gut. Es musste ja abwechselnd sein. Oben, unten, oben, unten. Unten, oben, unten, oben. Nee, unten, oben, unten. Genau. Und jetzt haben wir hier mal richtig schöne Sachen. Jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Wenn ich krieg den 10er. Nein, ich krieg den 1er. Schön. Was? Das sind 10 Felder, weil das sind immer 5. Und ihr könnt auch gedrückt halten. So, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der weg. 8. Okay, haben wir das auch. Den haben wir fertig. Den haben wir fertig. Den haben wir fertig. Den haben wir fertig. Den, den und den haben wir auch fertig. So. Und fertig. Wie gesagt, man muss da wirklich manchmal ein bisschen gucken. Und das ist, was ist das? Eine Steckdose. Daraus jetzt nie eine Steckdose erkannt. Bei bestem Willen nicht. Roulette verwenden wir natürlich wieder gerne. Weil gut, wenn halt 10er da sind, brauchen wir das Roulette nicht verwenden, aber macht trotzdem Spaß. Navigation ändern. Wow. Okay. Hier haben wir natürlich wieder den 10er. Haben wir den 8er und der 8er muss von hier bis da gehen, weil alles da drüber wäre nämlich zu viel. So, hier haben wir die 2 Einser, das heißt, das ist auch voll. Ganz wichtig. Und jetzt seht ihr hier wieder 2 Zweier. Warum hier die 2? Ganz einfach. Wir haben am Ende einen gehabt und am Anfang. Und hier haben wir einen Dreier, guckt mal nach oben, einen Dreier und hier einen Dreier und das gleiche gilt auch für unten und oben. Das heißt also hier der Rest, der kann erstmal weg. Weil das halt dann auch ausgegraut wird. Das ist so eine kleine Hilfe. Haben wir hier noch einen Zweier und das geht nur da. Weil sie dürfen ja nicht angrenzen. Jetzt haben wir hier einen Dreier und dann haben wir einen Vierer. Und das gleiche haben wir hier auch nochmal. Und da genauso. Dann haben wir hier die Einser. Der darf nicht. Hier ist es ein Vierer. Und jetzt darf ich hier nämlich nicht, brauche ich nicht lange raten. Er sagt 2, das heißt hier ist die 5. Und was ist das? Habt ihr das auch erkannt? So, und das geht halt dann wirklich dann hoch bis zu, das ist das Größte hier, 15 mal 20. Und es gibt noch die Mega-Picross. Und sind ja gar nicht so groß. Hm, komisch. Unter den Controller-Einstellungen könnt ihr sogar noch einen zweiten Spieler hinzufügen. Muss man auch gleich dazu sagen, also es ist auch 2 Spieler möglich. Aber wir machen jetzt erstmal hier weiter. Ja, wir sind jetzt hier erst nur bei einem 10er angekommen. Ihr könnt die anderen Objekte mal selber erkennen. Ich suche jetzt gerade mal hier so ein etwas schwereres. Nehmen wir das hier. Und ihr seht, jetzt wird das Ganze schon ein bisschen komplexer, weil ihr habt nicht mehr so eine ganz komplette 10er-Reihe. So. Hier wissen wir, 1, 2, 3, 4. Es geht nur maximal bis hier. Das wissen wir schon mal. Hier ist ein 4er. Hier ist ein 2er und ein 1er. Hier 1, hier ist ein 6er und ein 1er.
Wenn ich jetzt den hier in Betracht ziehen würde, wäre es doof. So, der ist auch schon mal sicher. Weil, ob ich jetzt die 4 in die Richtung gehe oder in die Richtung, ist erstmal komplett irrelevant. Und der ist auch hundertprozentig sicher. Da kann ich mir zu 100% sicher sein. Was jetzt die Frage ist, ist der hier. Wenn ich jetzt hier den hinpacke, da den Einser. Im Vierer passt er nicht mehr. Das heißt also, das ist definitiv der eine Einser. Die Frage, dass der Vierer... Hier sind 2, 1, 2. Der 6er. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Also die beiden sind schon mal sicher. Egal in welche Richtung. So, dann haben wir jetzt hier... Wenn das jetzt der 4er wäre, würde das nicht gehen. Das heißt, das ist auch ein 1er. Wir haben da einen 1er, hier passen keine 2 Zweier hin. Das heißt also, hier kommt der 2er hin. Das passt auch. So, ist das jetzt hier der 1er oder der 2er? Wenn wir den hier den 2er nehmen, 1. Gut, hier wird es noch passen. Darf es aber hier nicht. Also hier ist ein 1er, das heißt, der ist auch safe. Jetzt passt es hier auch nicht mehr mit dem 1er und dem 4er. Das heißt also, das hier ist der 4er. Das ist der 1er. So, damit sind wir jetzt hier schon mal wieder einen Schritt weiter. So, hier haben wir auch einen 4er. Bringen wir hier einen 1er haben und hier auch. Das sind nur 1er. Hier ist der 6er noch nicht ganz deutlich. Weil es kann hier der 2er und der 1er sein oder da. Gut, hier haben wir einen 1er. Das ist safe. Ja, hier haben wir auch 1er. Das ist jetzt hier, ne? Okay, hier wissen wir auch, das ist auch nichts mehr. Ist der komplett weg? Komplett weg. Das ist gut. Jetzt haben wir hier einen einzelnen. Ist der hier? Hier können wir auch runter x'en. Hier passt der 2er nicht mehr hin. So, da passt der 1er nicht mehr hin. Ja, jetzt ist die Frage, ne? 2, 1, ist es hier oder hier? 2, das heißt, das sind die 2. Das ist die 1. Und dann geht nur noch da der 2er. Okay, bei dem weiß ich es noch nicht. Aber da weiß ich es so. Und dann habe ich hier den 6er. Hier weiß ich, das sind 1er. Und jetzt habe ich hier natürlich ein Problem. 1, 2. Hier der 2er? Nein, das ist der 1er. Das heißt, das sind die 2. Und ich kann den da weg-x'en. Und muss da oben die 1 hinsetzen. Hier, das ist alles x übrigens, ne? Das heißt, das ist der 2er. Ah, halt, da ist ja noch der 1er, ne? Jetzt haben wir hier noch das Problem. Ist es der? Okay, gut, ich wurde informiert, dass es der falsche war. Aber, ja, ein Föhn? Was haben die für Kreationen? So, und abschließend machen wir jetzt nochmal hier so... 15x15, würde ich sagen. Tipp-Roulette verwenden. Ich habe doch ja gesagt. Verdammt, mein Tipp-Roulette ist weg. 9, 11. 11. 8, 9, 10, 11. Das heißt, der ist schon mal safe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der ist auch schon mal sicher. Das gleiche kann ich hier machen. Weil egal in welcher Richtung ist er ja hier, ne? Dann haben wir die 3 und die 8. Die 8 kann ich jetzt halt hier nirgendwo einsetzen. Hier habe ich die 7. Kann natürlich dann hier in alle Richtungen sein noch, ne? Und 8. Hier ist auch noch alles möglich. Ohne Tipp-Roulette ist das echt fies. Da muss echt mal seinen Kopf anstrengen, ne? Okay, wir machen das nochmal mit. Anleitung ansehen. Nee, unterbrechen. Nee, abbrechen, genau. Warum geht auch zuerst auf. Also nochmal. So, Tipp-Roulette möchte ich gerne verwenden, ja. Jetzt passt es. Das ist gut, der ist einfach. Okay. Also hier war ich ja schon so weit, dass ich das gesagt hatte und hier... Das passt. Eins weiß ich hier. Eins weiß ich hier. Drei. Das weiß ich jetzt auch. Hier weiß ich, das sind 7. Das heißt, das weiß ich auch. 2, das heißt, hier ist jetzt nichts mehr. So, 9 weiß ich hier. 2, 1, 3. Toll. Hier ist es jetzt noch einer. Hier muss es mit einer 2 anfangen. Achso, er sagt einem das. Okay, gut. Das ist dann natürlich doof. Muss man halt dann natürlich ausstellen, ne? 7. Hier gleich. Das heißt 2. 1. 1. Halt! Das passt. Ein einzelnen. 2. 2. 1. 1. Hier ist die 3 über, da kann weg. 1, 1, 2, 3. Das hier ist ein Dreier, das heißt, der kann weg. 7 kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Hier ist ein Zweier, den kann ich einschätzen. Er sagt mir jetzt nur noch nicht, welcher Zweier das ist. Den weiß ich auch. So, jetzt habe ich hier die 8. 5, 6, 7, 8. 2. Und das ist die 3. Hatte ich richtig gerade. Die 7 passt hier natürlich auch nur. Wenn das da voll ist. Ist die Frage mit der 9. Jetzt haben wir hier die 3. Das heißt, es ist genau hier das Feld. 3, 3, 3. 6. 3. 3, 4, 3. Hier ist noch eine 1, okay. Hier haben wir jetzt auch noch eine 1. Hier ist eine 7. Hier ist die 7 aber in der Richtung. Was den ausschließt. Wunderbar. Jetzt haben wir hier die 9. Wir wissen schon mal, das ist die 9. Und hier haben wir 1, das heißt also, der kann auch schon mal weg. Haben wir die Safe. Wunderbar. Hier ist es jetzt die Frage. 1, 1, 5. Die 5 passt da nicht mehr hin. Das heißt, es ist die 1. Hier könnte die 5 jetzt noch einer von denen sein. Frage ist jetzt, welcher? Hier haben wir die 5. Hier definitiv. Das heißt, der kann weg. Die können alle weggeixt werden. Da sind wir voll. Hier ist es jetzt natürlich verlockend, gleich hier die 2 zu markieren, ne? Und hier ist auch genau die... Ne? Das meine ich. Das ist verlockend. Es ist nämlich ein X, womit das hier alles komplett ausgeixt werden kann. Jetzt haben wir hier die 9. Haben hier die 5. Haben hier die 2. Das heißt, da kommt das nicht hin. Da kommt das hin. So. 1, 1, 1, 2, 3.
2, 3, 2, 1, 1. Den können wir alles hier weg-xen. 2. Und dann kann das hier auch weg-xt werden. Hier ist noch einer. Hier ist noch einer und hier ist noch einer. War jetzt einfach von mir die logische Schlussfolgerung. Hintergrund ist der. Den hier musste ich weg-xen. Denn 2 waren hier. Hier war zwar noch einer. Aber hier. Und das ging ja kein zweiter mehr. Und der war ja schon vorhanden, deswegen. So, 7, 1, 1, 2, 2, 1, so. Hier ist es die 2, 1, 2. Ja, hier nur noch. Und der letzte ist dann natürlich hier. Also ihr seht, man muss ein bisschen seinen Kopf anstrengen. Man kann zwar Fehler machen, aber man kann das Ganze auch machen ohne Hilfe. Und es ist dann ein Segelschiff. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr so alles von Picross haltet. Ich liebe Picross, ich finde dieses Spiel wirklich super. Als Let's Play aber zu machen, sind wir ganz ehrlich, das ist dann eher mehr ein Walkthrough statt ein Let's Play. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ein nächstes Let's Show kommt. Und ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.